Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in einen Jazzclub ging. Das war in Düsseldorf, Downtown. Das war schon ein Unternehmen, muss man sagen, da überhaupt sich vor die Tür zu trauen. Es war dunkel, ein Keller, eine Treppe. Oben saß so ein Mädel, die hatte so eine Rolle mit so Karten, mit so kleinen Kärtchen. Da kostete dann 2 Mark oder 4 Mark Eintritt. Unten spielte, hörte sie schon so schemenhaft, Johnny Griffin. Und Schlagzeug, paff, paff, paff. Und steigt natürlich schöner Rauch auf, ne? Die haben ja damals noch geraucht. Aber diese Art des Jazzclubs hat mir unheimlich gefallen, weil die Hemmschwelle auch unheimlich hoch war, da überhaupt reinzugehen. Ich glaube, ich habe mehrmals einen Anlauf gemacht. Und dann habe ich mich eines Tages getraut, aber nicht nur das. In so einem Jazzclub hatte man auch die Möglichkeit, zu fortgeschrittener Stunde mit großartigen Musikern auch mitzuspielen, 2 Stücke. Oder ein halbes. Wenn denen das nicht gefiel, dann haben die gesagt, komm, geh. Und da in den Downtown-Keller reinzugehen, das war schon eine Überwindung. Und da musste man auch noch auf der Bühne, an der Band vorbei, an dem Piano vorbei. Das Piano stand so, dass man von der Rückseite des Pianos dem Pianisten, in dem Fall Walter Bischoff Junior, Riesenpianist, konnte man auf die Finger gucken. Und dann ging man da vorbei und guckte unten, setzte sich da irgendwo hin und bestellte sich ein Altbier. Und dann hörte man die Musik.